Hallo meine Lieben und willkommen wieder hier zu einem neuen Food Diary von mir. Und ja, natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es ja schon ja eben gerade gehört habt, ich führe ja wieder die Food Diaries ein, also wie ich alles so in einer Woche esse. Ich hoffe, ich kann irgendwie mal ein bisschen so variieren, was ich so esse. Ja, ich bin gerade in der Arbeit, ich bekomme jetzt gerade ein wenig Hunger und ich bin auch mega müde. Habe ich mir auch eben gerade also meinen Kaffee gemacht. Und ja, dann esse ich jetzt mal auf die Schnelle jetzt was und ich zeige euch jetzt einfach mal mein Toast natürlich. Aber dafür, davor, als ich noch in der, also zu Hause war, habe ich ja noch wieder die Reiswaffeln gegessen mit Erdnussbutter und den Schokostreuseln. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Aber jetzt zeige ich euch mein Toast. So, ich muss aber auch sagen, Baby hat es für mich gemacht. Ja, habe ich hier einfach mal das Vollkorntoast mit Leitkäse und Leitsalami. Und hier ist dann auch noch mein Kaffee. Genau, fand ich auch echt mega süß von ihm, dass er es mir gemacht hat, währenddessen ich schon fast am Einschlafen war gestern. ja, also das werde ich dann mal frühstücken. So Leute, es ist schon etwas später, schon nach 18 Uhr und ich bin gerade dabei, die Bahn zu nehmen und wieder nach Hause zu kommen. Ich habe mir jetzt einen Shake. Ist vom Fitness, aber ich habe schon länger zu Hause und das werde ich jetzt dann trinken. So ein Proteinshake, das werde ich mir dann jetzt mal ja, reinziehen, um ein bisschen die Proteine aufzufüllen. So, und jetzt am Abend, es ist schon so 7:45 und ich habe mir jetzt hier das Rustipani schnell gemacht, weil ich war ja davor noch kurz einkaufen. Es war mit Salami, aber ich habe jetzt trotzdem noch etwas Thunfischstraff getan, um noch ein bisschen was auf meine Werte zu kommen. Also, ja, einfach gemixt mit ja, Thunfisch und Salami, was schon mal so mit drauf war. Genau, und das werde ich mir erstmal schmecken lassen, denn ich habe extrem Hunger, habe davor nichts mehr gegessen, außer den Shake, was ich euch ja davor gezeigt habe. Und ja, das werde ich jetzt mir mal schmecken lassen. Hallo, guten Morgen. Es ist Dienstag früh und ich habe mir jetzt wieder natürlich mein Essen natürlich gemacht, bevor wir Training gegangen sind. Es ist gerade so 11:15 und ja, wie immer Vollkorntoast mit Käse und Leitkäse. Leitkäse und Leitsalami schon. Und dem Aufstrich, das werde ich mir jetzt dann gleich schmecken lassen. Und davor zu Hause habe ich auch noch Reiswaffeln mit Erdnussbutter, wie immer, und den Streuseln gegessen. Genau. So, ihr Lieben, jetzt gerade bei der Arbeit gibt es gerade noch einen Kaffee zum Wachwerden und dazu noch einen Riegel. Denn ein klein wenig Hunger bekomme ich auch gerade. Und das jetzt gerade um, ja, 2:30 und das werde ich jetzt mal schmecken lassen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt auch schon mittlerweile etwas länger zu Hause angekommen. Es ist jetzt mittlerweile 19:30 Uhr gleich und ich habe mir eben jetzt gerade anscheinend mein Essen gezaubert aus diesen schnellen Asia-Nudeln, also diese Yum-Yum-Nudeln. Hatte irgendwie sehr Bock drauf und habe eben noch etwas Thunfisch mit dazu getan, etwas Paprika. Also rote und gelbe Paprika ein bisschen angebraten und dann noch ein bisschen so Rührei mit dazu. Ja, ich habe auch richtig Hunger jetzt auch da drauf. Ich weiß, ziemlich komische Kombi, aber ja, das schmeckt. Also werde ich mir das jetzt auch reinhauen. Ich habe jetzt auch mega Hunger. So, und als letztes gibt es jetzt noch diese Quarkcreme hier auf dem Lidl. Die habe ich mir letztes Jahr wieder gekauft gehabt und in der Sorte Himbeere natürlich. Das werde ich mir jetzt mal gönnen. Und das jetzt so gegen 7:45. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Neuer Tag, Mittwoch früh. Und ich habe hier jetzt mal wieder mein Frühstück. Es ist 6:25 Uhr. Natürlich erstmal, bevor man ins Gym geht, die Reiswaffeln mit etwas Erdnussbutter und den Schokostreuseln. Aber ein bisschen was von der Crunchy-Version, die Creamy-Version ist schon leer. Und dann noch mein Kaffee, wie immer, mit einer veganen Milch-Alternative umgerührt und etwas Zucker. Genau, und das werde ich erstmal verdrücken. So, und nach 11 Uhr, nach dem Training, habe ich jetzt einfach wieder mein Toast, wie immer. Auch das gleiche wie gestern zum Essen. Mit Vollkorntoast, Leitkäse und Rohschinken, aber diesmal. Und den Kräuteraufstrich. Genau. So, meine Lieben,
Wieder zu Hause angekommen und ich habe mir wieder das gleiche wie gestern gemacht. Es ist auch schon 19:36 Uhr. Ich habe auch mega Hunger jetzt gerade. Und ja, habe mir einfach wieder diese Yum-Yum-Nudeln gemacht mit etwas Rührei, den gelben und roten Paprika und eben noch einen Thunfisch. Das ist so die spezielle Kombi, die ich irgendwie sehr gern esse. Also, das werde ich mir erstmal schmecken lassen. Als letztes dann noch für heute. Als Nachtisch habe ich dann eben jetzt gerade um 7:45 Uhr meine Quarkcreme wieder rausgeholt, aber ein Erdbeer und dann noch eine Banane dazu. So esse ich noch ein bisschen Obst dazwischen. Genau, und das werde ich mir jetzt mal noch zum Schluss dann reingönnen. So, ihr Lieben, ein neuer Tag und wieder neues Essen. Also, ich habe wieder die Reiswaffeln mir natürlich fertig gemacht mit etwas Erdnussbutter und den Schokostreuseln. Und dann noch hier natürlich meinen Kaffee mit veganer Milchalternative. Das wird jetzt noch reingezogen um 7:15 Uhr. Also ja, dann geht's auch schon wieder bald ins Gym. Und ja, das werde ich mir erstmal reingönnen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt aus dem Gym raus, habe mir hier mein Brot ausgepackt, weil ich muss ja irgendwie auch runter zur Arbeit und esse jetzt unterwegs noch meinen Toast, wie immer, mit Leitkäse, Rohschinken und dem Aufstrich, wie immer. Genau. Und das esse ich jetzt erstmal unterwegs. Und jetzt gerade gegen 11:30 Uhr. So, Leute, jetzt als Mahlzeit, so Mittag. Ich habe auch nicht allzu großen Hunger. Es trinke ich dann wieder den Shake hier und das ist jetzt gerade so um 16 Uhr. So, ihr Lieben, jetzt gibt es erstmal zum Abendessen so gegen 8 Uhr. Kurz nach 8 habe ich jetzt hier die Pasta Arrabbiata, die Tiefkühlvariante eben, die ich die letzten Male ja auch immer mal dann gekauft hatte, habe ich das mitgemacht und noch Hackfleisch dazu und das werde ich mir jetzt mal gleich schmecken lassen. Hello, Freitagmorgens mal wieder. Auch jetzt wieder zum Frühstück gibt es natürlich kurz die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und den Schokostreuseln, wie es auch sonst sein sollte, ne? Ich glaube, ich muss echt irgendwie mal was Neues machen, damit ich das essen kann, anstatt immer nur das erst früh, also bevor ich irgendwo immer hingehe. Mal schauen, ob ich da irgendwie was Neues einfallen lasse. Und es ist gerade so 8:40 Uhr und das esse ich jetzt, bevor wir dann losgehen ins Gym. So, Leute, ich bin jetzt bei Schatzi angekommen nach dem Training und habe wie immer meinen Toast mit. Ja, dazu gibt es auch nichts Großes zu sagen, ne? Ich weiß, es gibt gerade so nicht so viel Abwechslung, aber ich esse halt eben das, was ich eben zu Hause habe. Und ja, wie immer Toast mit Leitkäse, Rohschinken und dem Kräuteraufstrich. So, ihr Lieben, und jetzt gerade bei der Arbeit gibt es jetzt dann wieder einen Shake. Und das jetzt gerade, ich glaube so gegen 3:30 Uhr, 3:30 Uhr exakt. Das, ja, trinke ich jetzt einfach mal. So, meine Lieben, jetzt zum Abendessen gibt es ja auch wieder das gleiche wie gestern, die Pasta al-Arrabbiata mit dem Hackfleisch. Und es ist jetzt gerade 20:07 Uhr und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Ich habe auch ziemlich Hunger, mal wieder. Und auch wie immer. So, und als letzte Mahlzeit dann noch für heute habe ich dann noch die letzten 100 Gramm Skyr im Geschmack Erdbeere noch rausgekratzt. Und ja, das werde ich mir jetzt dann noch schmecken lassen. So, meine Lieben, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Food Diary hier für euch. Also, ich fange jetzt wieder sozusagen jetzt wieder damit an, mir die Food Diaries durch die Woche so abzufilmen. Also kommt es wieder regelmäßig, entweder samstags oder sonntags für euch online. Ja, also jetzt gerade, wie es ihr seht, habe ich es dann an einem Sonntag für euch hochgeladen und es kommt dann jedes Mal so. Und es ist dann sozusagen jetzt gerade das letzte Video für den Oktober, anstatt irgendwas Halloween-mäßiges. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich mache euch natürlich noch mehr Food Diaries und ich versuche mal ein bisschen mehr Abwechslung rein zu bringen natürlich. Also ich hoffe mal, dass ich es hinbekomme. Und ja, abonniert mich natürlich gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr
ein Teil meiner Community seid. Also klickt euch runter auf das rote Abonnieren-Button und noch die Glocke daneben. So könnt ihr auch keine Videos mehr von mir verpassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaut doch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder mal was reinzuposten. Also, ja. Yeah. Also dann würde ich nochmal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!